Hallo ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zum Berliner Podcast Strickeria. Ich bin Alicia, das ist Folge 4 meines Stricktagebuchs und ich freue mich sehr, dass ich heute aufnehmen kann. Die letzte Folge ist genau 14 Tage her und es ist ganz, ganz viel passiert und nur Schönes und ich freue mich, alles mit euch zu teilen und euch zu berichten und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin nicht nur gut gelaunt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich bin relativ gut vorbereitet. Es gibt ziemlich viel zu berichten und damit ihr euch ein bisschen darauf einstellen könnt, ich möchte euch heute von zwei Langzeitprojekten erzählen, von den Wollen, von den Shops, aus denen ich die Wolle her habe. Es gibt selbstverständlich das Gewinnspiel, da bin ich auch schon ganz aufgeregt, also bestimmt mehr als ihr. Und ja, dann haben wir noch die Updates und noch mal ein bisschen ausführlicher, was bislang passiert ist bei der Aktion Berliner Winter, die sehr, sehr gut angenommen wurde. Und dann wird es eine Rubrik geben, die es wahrscheinlich in jeder Folge gibt, und zwar die Rubrik, was ihr noch sagen wolltet. Für mich ist dieser Podcast ja ein Austausch mit euch. Und es ist für mich total faszinierend, dass ich die Dinge mit euch teilen kann und dass es überhaupt irgendjemanden interessiert, was ich stricke oder handwerke. Und ich bekomme von euch so viele tolle Tipps, so viele Kommentare, so viele Mails. Und alles, was öffentlich ist, was in den Kommentaren ist, das möchte ich dann gerne nochmal mit euch kommunizieren, damit nicht jeder, der interessiert ist, bei jedem Video die ganzen Kommentare durchlesen muss. Die meisten von euch werden Handarbeiten, egal was es ist. Und da ist es, glaube ich, ja nicht an der Tagesordnung, sich dann wirklich, wenn das Video zu Ende ist, noch die Kommentare durchzulesen. Also wird es zum Schluss immer die Rubrik geben, was ihr noch sagen wolltet, wo ich natürlich auch ein paar Antworten gebe, wenn euch Dinge interessieren. Ja, ich bin im Moment übrigens an meiner ersten Dotti. Da habe ich dann auch zum Schluss noch für die Anfänger ein paar Tipps. Und das ist natürlich nicht die, die ich dann verschenken werde, sonst würde ich ja jemandem die Überraschung nehmen. Komme ich später zu. Ich möchte jetzt heute anfangen, ja, mit einem Tuch, was ich euch ja schon in der ersten Folge versprochen habe, was jetzt auch schon ein bisschen länger fertig ist. Und ich lege es jetzt mal an und lasse euch dann erstmal in Ruhe schauen. So, ich stehe mal direkt auf. Ich hoffe, ihr könnt alle gut sehen und konntet euch einen Eindruck verschaffen. Ich habe ja in der ersten Folge ganz, ganz viele Sachen gezeigt, die wirklich schon ja, fast über 10 Jahre fertig sind. Oder die grüne Trachtenweste zum Beispiel, die ich nochmal aufgeribbelt habe. Ja, und das ist jetzt eigentlich so das erste Projekt, was ich hier zeige, was wirklich aktuell ist, wo ich jetzt so stehe, was ich jetzt kann oder geschafft habe. Und das war für mich ein ganz, ganz besonderes Projekt. Ich werde das immer mit dem Sommer 2020 verbinden. 2021. Und ja, ich fange mal an mit der Wolle. Also ich war bei Instagram und habe die Werbung vom Wolldackel gesehen. Ein Online-Shop, den ich bis dahin noch nicht kannte. Ich kriege bei Instagram viel Wollwerbung und dann muss ich mir die immer anschauen. Führt kein Weg dran vorbei. Den Wolldackel kannte ich vorher nicht und
Es war für mich der erste Shop, der auch Neonfarben hatte. Also ich habe jedes Jahr im Sommer kriege ich so eine kleine so Neon-Heeper und habe Lust auf die Farben und trage die auch immer auf den Nägeln, Neon-Orange oder Neon-Pink. Und ja, und das war der erste Shop, wo ich gedacht habe, schön, die haben auch ein bisschen mal ein paar kräftigere Farben. Ich gucke hier immer rüber, ich zeige euch jetzt mal die Knäuel als erstes. Dann habe ich mir also diesen Online-Shop angeschaut und habe über den Wolldackel meinen ersten Mystery Call entdeckt, weil ich ja ganz, ganz viele Podcasts schaue und die von Anfang schaue. Und dann sind natürlich immer Projekte zu sehen, die schon ewig her sind, die auch immer noch toll sind, die mich auch immer noch interessieren, aber wo ich dann natürlich nicht live mitmachen kann. Also es war für mich super spannend, das erste Mal bei einem Knit-Along mitzumachen. Und ich saß wirklich auf meinem Balkon und habe irgendwie ganz bewusst gemerkt, dass ich jetzt mit anderen Leuten zusammenstricke. Hätte ich nicht gedacht, dass es, dass man das irgendwie so wahrnimmt oder sich das auch so bewusst machen kann vielleicht. Ja, dann habe ich also gesagt, okay, wenn ich über diesen Shop auf den Knit-Along aufmerksam gemacht werde, werde ich auf jeden Fall dort auch die Wolle kaufen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe mir dann erst die Anleitung gekauft und habe die Wolle dazu bekommen an dem Tag, an dem der letzte Teil der Anleitung veröffentlicht wurde. Also ich habe wesentlich später trotzdem mitgemacht als jetzt andere. Und es war für mich ganz gut, weil ich gesehen habe, dass mir das Tuch, was zum Ende bei rauskommt, auch wirklich gefallen wird. Also ich habe auch ein paar Knit-Alongs gesehen, wo ich gedacht habe, da wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn es ein Mystery Call ist und ich dann ja, mir das Tuch am Ende nicht gefällt. Also das, ich weiß nicht, ob man es dann auch so schön findet, weil man es einfach gemacht hat, weil man Spaß damit hatte. Naja. Ja, und in der Anleitung war also sehr gut beschrieben, welche Farben man braucht. Man brauchte sozusagen eine Hauptfarbe, dann eine Farbe, die dazu harmoniert. Und für mich war halt wichtig, dass Neonpink mit drin ist. Dann habe ich gedacht, okay, diese andere Farbe wird ganz gut harmonieren. Ja, und dann wurde eine Kontrastfarbe gesucht und dann eine Hintergrundfarbe. Und ich habe mich wahnsinnig schwer getan, online diese Farben zu bestellen. Habe mir bestimmt eine Woche Zeit gelassen und geguckt und geguckt und verglichen und verglichen. Und habe mich dann entschieden. Und als sie dann ankam, habe ich erst überlegt, ob mir das Grün nicht zu krass ist. Ja, also ich habe mich einfach wahnsinnig schwer getan. Ich glaube, beim nächsten Mal, man beginnt das Tuch in diesem Bereich. Beim nächsten Mal würde ich einfach Wolle von einem Wollhändler kaufen, den ich zu Fuß besuchen kann, wo ich also die Wolle vor Ort kaufen kann. Und wenn der Teil dann fertig ist, dann würde ich, glaube ich, ins Geschäft gehen und mir einfach nochmal die Farben anschauen und auf mich wirken lassen und gucken, was will ich damit kombinieren. Ja, und die Farben, die zeige ich euch auch nochmal. Also es kam ein ganz süßes Paket. Das war ja meine erste Bestellung beim Wolldackel. Die Wolle war sehr, sehr schön verpackt. Ich habe auch den Wickelservice genommen. Stränge sind so eine Sache bei mir. Ich ja, finde, dass Stränge natürlich schön aussehen und bin eigentlich so ein bisschen perplex, dass man. Ja, dass jeder bereit ist, sich eine Wollhaspel und einen Wollwickler zu kaufen. Also es scheint ja in der Strickgemeinde gang und gäbe zu sein und es scheint auch jedem Spaß zu machen, außer mir. Ich möchte gerne, wenn die Wolle kommt, loslegen können. Also zumindest mit der Maschenprobe. Und ja, da habe ich also dann diesen Wickelservice in Anspruch genommen. Dann gibt es hier bei deren Visitenkarten. Gibt es sozusagen an jedem Knäuel auch eine sehr, sehr schöne Beschriftung nochmal. Die Wolle, die ich genommen habe, heißt Pure. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Nein, es ist zu hell. Okay, ich lese es euch eh vor. Also die Wolle heißt Pure. Es ist eine 100% Merino Schurwolle High Twist. Und sie hat eine Lauflänge von 366 Meter.
auf 100 Gramm Superwash. Die Farben sind einmal dieses Pink, ist das Höpke. Dieses Rosé ist es für mich eigentlich das perfekte Altrosé, das heißt Red Metal. Das Grün heißt Green Metal. Und das Grau heißt Ted. So, das Altrosa hat sich abgeworfen, hat sich verselbstständigt. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Wollshop, ich finde, dass die haben sehr schnell versandt, die haben schöne Kärtchen mit bei. Also es ist irgendwie, kommt es liebevoll an. Ja, und dann ging's los. Dann muss ich dazu sagen, also erstmal habe ich mich in Susanne Sommer verliebt, weil die natürlich nicht nur eine wundervolle Anleitung schreibt, wo keine Fragen offen bleiben, wo alles liebevoll erklärt ist, sondern sie hat eben natürlich bei YouTube auch Anleitungsvideos und die sind Balsam für die Seele. Also ich kannte sie vorher gar nicht und ich finde, dass sie eine wunderschöne Frau ist, die super toll sprechen kann, die sehr entspannt ist. Also es kommt so diese, sie vermittelt auch diese Ruhe, die sie selber beim Stricken empfindet. Also wenn nicht, dann ist es große Schauspielkunst. Ich finde die ganz, ganz toll, die Frau. Und sie hat eben für jeden einzelnen Teil einfach sehr, sehr gut erklärt, wo der Hase langläuft. Ich muss dazu sagen, also mein erstes Patent war das, oder Brioche. Es war nicht so leicht, wie ich dachte. Ja, also ich habe hier in diesem Teil, jetzt ist das Tuch ja fehlerfrei, ja, aber auch nur noch mal so für die Anfänger. Ich finde, jedes Projekt ist eine Reise. Und ich habe also diesen Teil, da waren Fehler drin, die ich dann noch mal berichtigen musste. Und ich habe aber so gestrickt und mir so viel Zeit gelassen, dass ich wirklich ganz, ganz viel gelernt habe. Ja, also ich habe mir die Anleitung durchgelesen, ich habe wirklich Step by Step gemacht und ich habe immer versucht zu verstehen, was ich da mache. Und dadurch war ich dann auch in der Lage, mir sind zum Beispiel sind mir mal 3 Maschen flöten gegangen. Und jeder weiß, bei Patent oder bei Brioche, das ist nicht so einfach, die wieder hochzuholen und die zu reparieren. Und es ist mir gelungen, aber eben auch einfach mit Geduld. Also ich habe dann manchmal eine halbe Stunde gegrübelt, weil ich dann rechts und links geguckt habe, wie sehen die Maschen aus, die bisher erfolgt sind, und habe es dann hingekriegt, das zu reparieren. Aber das hat eine halbe Stunde gedauert. Genauso dieser graue Bereich, das ist ein Perl-Patent. Da habe ich gedacht, ja, easy. Fand ich, war überhaupt nicht easy. den habe ich 2-mal machen müssen. Als ich fertig war mit diesem Muster, ist mir hier in der Mitte, sind mir auch wieder Maschen verloren gegangen. Musste ich alles ribbeln, musste ich alles neu machen. Und vor diesem Muster hat mich eine Verkäuferin gewarnt von Yarn Over Berlin. Da war ich dann auch irgendwie 2-3 Tage später und habe schöne Wolle gekauft und wurde sehr, sehr nett beraten. Und da hieß es dann, naja, das hätte ja eine Freundin schon gestrickt und der dritte Teil ist nicht ohne. Und dann hatte ich schon so ein bisschen Panik und habe gedacht, oh Gott, atme tief durch, trink einen Tee mehr, lass dir Zeit. Ja, und man muss sich einfach konzentrieren. Also es war das erste Mal, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, ich bin jetzt im Tuch, ich möchte nicht angesprochen werden, lass mich bitte in Ruhe, weil man ist irgendwo. Man ist mit dem Auge am Tuch, man ist mit dem Kopf in der Anleitung und wenn dann irgendeine Frage von rechts oder links kommt, ist man total raus und man weiß gar nicht mehr, wo man war. Also das war der absolute Konzentrationsteil. Ja, die Noppen, es ist wie gesagt, es ist alles super gut erklärt in der Anleitung und in den Videos. Die Noppen waren dann wieder relativ einfach. Hier musste man sich wieder ein bisschen konzentrieren und dann gibt es eine Variante beim Tuch, die sogenannte Spitzen hat, also wo es nicht ganz so gerade ist. Und ich habe die geradere Variante genommen. Ich habe es dann beim Spannen, habe ich doch noch ein paar Spitzen eingebaut, aber halt nur so ganz leichte. So.
Ja, und von daher ist es ein fehlerfreies Projekt. Ich bin auch wirklich stolz und ich habe ganz, ganz viel gelernt und ich habe Lust, es nochmal zu stricken. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich Susanne Sommer stricke, weil ich jetzt einfach weiß, dass ich ja da mit einem Videopartner an der Hand habe, wo nichts schief gehen kann. Und ja, also da bin ich sehr, sehr glücklich mit gewesen mit diesem Tuch. Und ach so, genau, dann habe ich zum Beispiel noch gelernt, dass man die Tücher erst wäscht und dann spannt und danach die Fäden vernäht. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wenn man immer alleine strickt und noch keine Podcasts kennt und der Profi nicht darüber spricht. Also ich wusste es einfach nicht. Ich habe immer gedacht, warum haben die Leute so ein Problem damit, die Fäden zu vernähen? Weil ich immer bei einem Fadenwechsel vorher bei anderen Projekten habe ich den Faden abgeschnitten und habe ihn sofort vernäht. Und nach dem Waschen hat dann manchmal ein Faden rausgestanden und dann habe ich den halt einfach abgeschnitten. Ja, und hier habe ich es genau so gemacht, wie es gesagt wurde. Ich habe gesagt, wenn Susanne Sommer der Meinung ist, man soll einen Faden vernähen, wird sie mich darauf hinweisen und so war es dann auch. Also im vierten Video wurde dann halt, hat sie auch alles gezeigt, ja, wie man spannt, wie man die Fäden vernäht. Das fand ich ganz, ganz toll. Und ich bin der Meinung, es ist kein Projekt für Anfänger. Sie sagt, es ist für abenteuerlustige Anfänger. Mich hätte es überfordert. Weil wenn man mal rauskommt, dann ist eben Ribbeln angesagt. Also man kann sich dann schwer retten, sage ich mal. Aber da lasst euch nicht entmutigen. Wenn ihr Lust darauf habt, macht es. Und wie gesagt, es war mein erstes Patent und es war herausfordernd. Aber ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh und ganz glücklich. Und genau, ich hatte auch eine Zuschrift von einer Zuschauerin, die gesagt hat, es wäre ja schade, wenn ich das Tuch nicht draußen trage. Weil ich halt im ersten Video gesagt habe, die Farben sind mir zu bunt. Ja, ich werde es wahrscheinlich nur zu Hause tragen. Und jetzt muss ich sagen, von der Form her, ich überlege, ob ich irgendeine Art Verschluss noch mache, dass ich es hier vorne schließen kann, dass ich es fast so ein bisschen wie ein Poncho tragen kann. Und dann zum Beispiel auf einer dunkelgrauen Jeans oder einem dunkelgrauen Kordrock und dem schlichten Oberteil drunter, dann kann ich es mir tatsächlich doch auch vorstellen, draußen zu tragen. Gerade jetzt so, wenn der Herbst kommt, statt einer Jacke. Aber dass man es dann einfach auch zumachen kann. Ja, das ist mein Mystery und Brioche. Brioche und Mystery Knit Along von Susanne Sommer. Also wird mich wirklich immer an den Sommer 2021 erinnern, wo ich dann auch mit dem Podcasten gestartet habe und kann ich echt nur jedem empfehlen. Ja, das ist das. Dann würde ich sagen, kommen wir schon mal zum Gewinnspiel, weil ihr wisst ja auch noch gar nicht, was ihr gewinnt. Ich habe mich hier schon bewaffnet, mein Laptop ist mit dem Link vom Video gefüttert. Ich habe das Passwort Berlin eingegeben und werde jetzt gleich drei Gewinner ziehen. Und natürlich sollt ihr erstmal erfahren, was ihr bekommt. Ich habe versucht, ein paar Sachen reinzumachen, die persönlich sind. Ich bin ja auch Berlinerin. Also so oder so bekommt ihr ein Berliner Paket. Und es gibt eben bei mir ein Wollgeschäft um die Ecke, was ich in 10 Minuten mit dem Fahrrad erreichen kann, was wunderschön ist, was ganz tolle, besondere Wolle hat, die sehr, sehr schön ja, ausgestellt ist. Und dann gibt es eine Besitzerin, die sehr, sehr entspannt ist und die ganz, ganz toll berät. Und deshalb möchte ich euch diesen Laden wärmstens empfehlen. Wie immer verlinke ich natürlich unten alles. Ich fange mal mit den nicht wolligen Sachen an. Also, es gibt einmal einen kleinen Kosmetik-Tipp von mir, das ist die Kaufmanns Haut- und Kindercreme. Ihr seht ein Baby darauf und es ist ein Produkt, was ich seit Ewigkeiten, also fast länger als es mich gibt, benutze ich das jeden Tag. Ich gehe ohne diese Creme nicht aus dem Haus.
Das ist mein Nummer 1 Tipp für die Lippenpflege, für diese Lippenpflege. So. Und das ist das einzigste Produkt, was ich eben wie Labello benutze und was aber nicht austrocknet, was pflegt, was keine dollen Parfumstoffe hat. Also das kommt mit rein. Dann gibt es in Berlin im Bergmann, also sogenannten Bergmann-Kiez, jetzt knistert es ein bisschen, gibt es die Mahr-Heinicke Markthalle, die ist überdacht. Und da gibt es einen ganz, ganz schönen Teestand, der heißt Frau Tee. Und da gibt es meine Lieblingsteesorte. Ich liebe Rooibos-Kräutertees, weil man sie eben auch abends trinken kann und dann schön schlafen kann. Und da gibt es die Sorte Chai Sansibar, das ist ein ayurvedischer Kräutertee. Rooibos, Zimt, Ingwerstücke, Kardamom, roter Pfeffer, Vanillestücke. Kornblumenblüten. Ich weiß nicht, ob ihr die seht, die Blüten. Ich glaube, man sieht es ein bisschen. Es ist so das, was lila ist. Ja. Oh, wie peinlich. Ich muss noch den Preis abmachen. Okay, passiert noch. Ja, also diesen Tee bekommt ihr. Dann gibt es noch einen kleinen Candice-Stick dazu. Meine absolute Lieblingssorte und ich empfehle euch den mit Milch zu trinken und zwar mit laktosefreier Milch, weil die ist ein bisschen süßer als die normale und dann braucht ihr eigentlich keinen Honig oder Zucker. Das ist meine Empfehlung und den Laden, den verlinke ich euch natürlich auch und wenn ihr in Berlin seid, schaut unbedingt mal in dieser Markthalle vorbei. Die ist am Ende von der Bergmannstraße und das ist auch so ein richtiger, ist eine Schlemmerstraße. Die ist im Moment auch verkehrsberuhigt, da dürfen nur Fußgänger und Fahrräder durch und ganz wenig Anlieferungsverkehr. Ja, und manchmal denke ich so, die Touristen, die wissen nur ums Brandenburger Tor und den Potsdamer Platz und um den Kurfürstendamm. Und es gibt halt so viele schöne kleine Straßen, die man einfach gesehen haben muss. Also schaut es euch an, ihr könnt dort alles essen, von Sushi über orientalisch, mexikanisch. Türkische Feinkostläden. Es ist wirklich toll. Und zwischendurch gibt es eben noch schöne kleine individuelle Läden fernab von den großen Malls. So, wir haben die Creme, wir haben den Tee. Dann gibt es, habe ich mich durchgerungen, etwas sehr Persönliches von mir. Und zwar ist das eine CD, die ich mal aufgenommen habe, mittlerweile schon vor 5 Jahren. Ich singe seit 11 Jahren auf Hochzeiten. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das ist was mir ganz, ganz viel bedeutet, weil ich natürlich ja, bei wildfremden Leuten an dem wichtigsten Tag in ihrem Leben Musik machen darf. Und jedes Paar sucht sich seine Titel aus, die ich für sie singen darf. Und dadurch habe ich ganz, ganz viele schöne Songs kennengelernt, die ich vorher auch nicht kannte. Und habe eben zum 5-jährigen Jubiläum diese Hochzeits-CD aufgenommen. Und ich sage immer, man kann die auch hören, wenn man nicht zum Altar läuft und heiratet, sondern zum Beispiel, wenn man schön in der Badewanne liegt. Also hier sind ganz viele Liebeslieder, Deutsch und auch Englisch drauf. Und ja, die kommt auch noch mit rein. Ja, und jetzt kommen wir endlich zum Wolligen. Und zwar ist das eine Wolle. Ich war, wie gesagt, in meinem Lieblings- Also in einem meiner Lieblingsgeschäfte. Und zwar ist das die Wollust. Die Betreiberin heißt Birgit Freier. Und sie hat nicht nur diesen wunderschönen Laden, sondern sie schreibt auch ganz, ganz tolle Anleitungen. Also schaut unbedingt auf ihre Webseite. Ich habe euch am Anfang vom Video, habe ich euch schon ein paar Eindrücke aus dem Laden gezeigt. Und ich werde jetzt auch hier noch ein paar Eindrücke einblenden, weil einer meiner Drei Engel für Charlie mir den Tipp gegeben hat, wie man hier ins Video auch Fotos einblenden kann. Vielen, vielen Dank, einen lieben Gruß an Herrn Thorsten Duet. Ja, wer sonst, der Mann, der ja eben auch beruflich vom Film kommt, weiß natürlich, wie es geht. Und natürlich ging es auch mit meinem Schnittprogramm, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ja, und ich habe ganz, ganz viele Anleitungen von ihr, zum Beispiel diese Socke. Socke Indianka. Und das ist ein Socken, den habe ich schon einmal verschenkt. Das wird mein Weihnachtssocken, den ich noch machen muss.
Hier sind ja drei Farben mit im Spiel bei diesem Socken und der wird dann bei mir weiß, rot, grün. Und die Anleitungen, die sind sehr gut geschrieben, die sind auch nicht teuer und das Schöne ist halt, ihr könnt euch im Laden ganz viele fertige Socken anschauen, könnt euch die passende Wolle dazu aussuchen und habt dann ja, die Möglichkeit, euch das vor Ort ausdrucken zu lassen und mitzunehmen. Oder eben ganz normal online zu bestellen. Socken, Stulpen, ganz, ganz viele Tücher macht sie. Und tatsächlich hat sie gerade ihr erstes Buch rausgebracht. Japanische Muster stricken heißt es. Und es ist wohl nach 3 Wochen schon ausverkauft gewesen. Jetzt gibt es eine zweite Auflage. Ja, also von Herzen Werbung für die Wollust von Birgit Freier. Ja, dann habe ich mich inspirieren lassen, habe gedacht, was möchte ich euch schenken? Und habe so ein bisschen meine Finger entscheiden lassen. Sie hat eine Wolle, das ist die Filace, heißt die Wollfirma. Die gibt es laut ihrer Empfehlung, gibt es die nur zweimal in Deutschland. Ich meine, es gibt die Wolle auch noch in Kiel. Und da ist mein Kopf schon wieder so ein bisschen bei den Farben abgedriftet. Ich hatte Wolle im Auge. Ich weiß nicht mehr, wo es die Wolle noch gibt. Auf jeden Fall gibt es sie in Berlin. Und ich wollte euch natürlich etwas schicken, was es nicht überall gibt. Und ich habe mich für die Kleopatra entschieden. Ich zeige euch jetzt mal die drei Stränge, die ich euch ausgesucht habe. Also jeder bekommt einen Strang. Es ist ein wunderschönes Herbstrot, würde ich sagen, eine ganz, ganz warme Farbe. Und meine Finger haben sich dafür entschieden, weil es ist 90% Baumwolle und 10% Kaschmir und es sind 50 Gramm mit 750 Meter Lauflänge. Also das heißt, es ist optimal für ein Lace-Projekt oder auch als Beilaufgarn. Und ihr könnt natürlich jederzeit auch im Online-Shop euch für eure Projekte, für das, was ihr dann damit vorhabt, auch einfach noch Wolle nachbestellen. Ja, und die ist halt so schön weich und ich habe natürlich auch eins gekauft für mich und möchte euch da gar nicht in eurer Inspiration beeinflussen. Ich sage euch noch nicht, was ich mit meinem mache, aber die ist ganz, ganz toll, die Wolle, deshalb musste ich euch die mitnehmen. Die erste Wolle, die ich dort gekauft habe, war die Coast Lamb's Wool, 55% Wolle und 45% Baumwolle. Ist so ein klassisches Rosa. Also das ist ja halt meine Farbe, liebe ich total. Und da ist gerade ein Langzeitprojekt mit fertig geworden. Und genau, ansonsten, nur dass ich dann euch zeige, wo der Kaufrausch hingegangen ist, habe ich noch einmal die Knit Pro Zing als Nadelspiel, als 2,5er mitgenommen, weil ich jetzt doch irgendwie immer so zwei, drei Socken angeschlagen habe. Und dann noch einmal in der Dreier die Nadelspitzen zum Raufschrauben, also fürs ganz normale Seilranmachsystem. Auch so ein bisschen weihnachtlich die Farben, ne? Grün, Rot hatte ich total Lust drauf. Die sind mitgekommen und dann total untypisch für mich. Ach so, nur dass wir nicht durcheinander kommen. Also die Sachen habe ich jetzt mir gekauft. Die sind leider nicht mit dabei beim Gewinn. Von daher, also die Kaufmanns Haut- und Kindercreme, die Hochzeitsgesang-CD, der Tee mit dem Candice und die Wolle. Das geht zu euch auf die Reise aus Berlin. Ja, und hier bin ich halt so ein bisschen schwach geworden. Ja, und ich habe tatsächlich einmal die Opal-Sockenwolle mitgehen lassen, was sonst überhaupt nicht meins ist. Ja, ich kann es nicht erklären. Ich habe es gesehen, ich wollte es mitnehmen und keine Ahnung, wo wir wieder beim Thema sind, dass ich weniger bunt kaufen und tragen möchte, aber es ging nicht anders. Ich fand die Farben total toll. Ja. Musste mit. So, ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Verlosung. Ich hole mal kurz den Laptop. Ja, an dieser Stelle übrigens nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Es ist halt super, super schwer, wenn man hier alleine sitzt, nicht ständig auszuufern und nicht ständig viel mehr zu sagen, als man eigentlich sagen wollte. Ich weiß aber anhand eurer Kommentare und E-Mails, dass manche von euch sogar alle drei Folgen am Stück geschaut haben. Ja, also ich weiß gar nicht, warum so viele Podcaster sich immer entschuldigen, wenn man eine Folge länger dauert, weil es einfach, ja, was ich so geschrieben bekomme, guckt ihr dann eh den halben Tag, so, so viel wie möglich, so viel ihr Zeit habt. Und so, der Link ist eingegeben, Passwort war Berlin. Und es ist dieser Comment Picker. Es sind insgesamt 388 Kommentare gewesen mit dem Wort Berlin. Und dann fangen wir mal an. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen. Ja! Wow! Die erste Gewinnerin ist Edith Noack. Hallo Alicia, deine Idee zu der Tuchaktion finde ich sehr schön, vor allem da mein Mann auch unter Depressionen leidet und er in seiner Reha eine gute Freundin gefunden hat, die auch aus Berlin kommt. Leider trägt er keine Tücher. Liebe Grüße, Edith. Ja, finde ich total klasse. Ist gleich die Aktion Berliner Winter mit aufgegriffen. Und finde ich auch total super. Ganz, ganz viele haben von euch in den Kommentaren sehr, sehr öffentlich über Privates geschrieben. Und so soll es sein. Depression ist eine Volkskrankheit. Da muss man nicht drüber schweigen oder sich für schämen. Liebe Edith, ich gratuliere dir, du bekommst ein Berlin-Paket. So, pick another winner. Numero due. Ab geht die wilde Fahrt. Dieter Pragel. Berlin, liebe Alicia, eine tolle Idee mit dem Tuch. Ich werde es überlegen, ob ich mitmache. Du hast gesagt, dass du so große Füße hast. Da kann ich dir die Schuhe Marke Vita Form empfehlen. Die findest du bei QVC. Oder in Steglitz in Berlin. Ja, alles Gute, Veronika, steht unten drunter. Also liebe Veronika, auch du hast gewonnen. Dein Account heißt Dieter Pragel. Und ich freue mich mit dir. Und genau, Thema Schuhe. Da hatte ich auch drüber gesprochen in der letzten Folge. Da gibt es auch unten unter dem Video noch ein paar Links und Infos, die ihr mir habt zukommen lassen. Es haben halt, ja, viele Menschen große Füße und viele Menschen haben Probleme, Schuhe zu bekommen und ihr seid nicht alleine und ich werde unter anderem auch unten die Firma Just Fab einblenden. Die kennt man, die haben diese Mitgliedschaften, wo man jeden Monat 40 Euro vom Konto abgezogen bekommt, wenn man das nicht jeden Monat pausiert. Und da bekommt man halt auch ganz, ganz viele hohe, sehr schicke, sehr modische Schuhe. Bis Größe 43. Das ist immer so ein bisschen mein Geheimtipp, wenn ihr was Besonderes vorhabt und ihr braucht einen schicken, hohen Schuh und wollt nicht nur einen schwarzen Pumps euch kaufen, dann geht zu Just Fab und lest euch das in Ruhe durch. Da habe ich meine schönsten Schuhe her. Pick another winner! Gewinner Nummer 3 ist Switchivox. Ein schönes Video und eine tolle Präsentation der Stricksachen. Die grüne Weste steht dir mega. Liebe Grüße nach Berlin. Switchivox. Ich zeige es nochmal, was ihr seht hier vom Namen. Switchivox. So, ihr lieben drei, ich freue mich total. Ich gratuliere. Ihr bekommt alle ein Päckchen. Schreibt mir bitte eine E-Mail mit eurer Adresse und dann gehen die Sachen nächste Woche auf die Post. Ich hoffe, dass ihr euch freut und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr dann damit vorhabt und vielleicht irgendwann sogar auch ein Foto davon schickt. Ja, und weil ich jetzt gerade den Laptop auf dem Schoß habe, wollte ich euch eine Sache noch zeigen, die ich natürlich nachher auch noch mal unten verlinke. Die Webseite heißt Collingwood Norris. Und da hat mir eine ganz liebe Zuschauerin einen Link zugeschickt. Da gibt es eine Frau, die Stickereien macht, mit der man vor allem Fehler ausbessern kann. Also wenn ihr einen besonderen Pullover habt und da war vielleicht eine Motte dran und da ist ein kleines Loch, dann macht sie sehr, sehr kunstvolle, also auf eine sehr, sehr kunstvolle Art und Weise flickt sie das.
Und sie hat bei YouTube auch Videos dazu. Das verlinke ich euch. Es sieht für mich schon fast wieder nach einem ganz neuen Hobby aus, also nach Sachen, die jetzt auch nicht auf die Schnelle gemacht sind, aber wo man eben sein besonderes Strickteil einfach hochwertig aufbessern kann und daran noch länger Freude hat. So, das dazu. Ich mache jetzt eine ganz kleine Pause. Ich bin gleich wieder da. So, ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Ich stricke jetzt hier schon in den letzten Zügen meiner allerersten Dotti und komme jetzt zu einer Blog-Empfehlung. Ich habe ja hier also die erste Liebe an die allererste Stelle gestellt, das Stricken. Aber seit fast einem Jahr nähe ich auch und bin auf den Blog Beswingtes Allerlei aufmerksam geworden. Und das ist eine Dame, die näht und strickt und ganz, ganz vieles macht und alles mit einem Bezug zu Vintage-Kleidung. Es gibt dort Strickhefte, die sie mit der Anleitung, also richtige Vintage-Strickhefte, die sie abfotografiert hat, die sie auf ihrem Blog zur Verfügung stellt. Und ich habe mich in einen Vintage-Pulli verliebt. Und das war ein Langzeitprojekt. Es war total spannend, nach einer altmodischen Anleitung zu stricken. Diese Anleitung ist aus dem Jahr 1951. Und ich zeige euch mal ein Foto. Es heißt Pullover mit Noppenmuster und Schleifen von 1951. So, die Dame ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Die Dame hat eine adrette Frisur, wie man das damals getragen hat. Und ihr seht, es ist so ein Pulli, der sehr tailliert ist, der ein Noppenmuster hat, der eine Schleife hat am Kragen und vor allem auch eine kleine, süße, aufgenähte Tasche. So. Ja, und da habe ich mich sehr, sehr verliebt, auch wenn es in Schwarz-Weiß war. Und es war eine kleine spannende Reise, weil hier steht, man braucht ca. 200 Gramm feine 3-Draht-Wolle. So. Und da begann also meine Reise. Ich habe durch diese Anleitung die Wollust überhaupt erst entdeckt, weil ich gesagt habe, so, jetzt brauche ich ein Geschäft und jetzt brauche ich eine Fachfrau, die mir erstmal erklärt, was 3-Draht-Wolle ist. Auch die Birgit wusste es nicht. Und vielleicht weiß es jemand von euch oder hat den Begriff schon mal gehört. Ja, ist man natürlich ein bisschen neugierig, was man 1951 damit gemeint hat. In jedem Fall habe ich dann eben, wie gesagt, diese wunderschöne Coast Lamb's Wool gefunden, weil ich gedacht habe, vom Fadenbild. Es ist genau das oder die Dünne an Wolle, die ich haben wollte. Dann soll man diesen Damenpulli mit Nadelgröße 2 stricken. Und ich habe dann meine ersten Zing-Rundstricknadeln in Größe 2 gekauft. Und ich habe ja sehr große Hände und habe wirklich gedacht, das ist ein Scherz. Die sind also genau so, wie man sich einen Zahnstocher vorstellt. Ich habe keine Zahnstocher zu Hause, aber ich bin der Meinung, das ist ein und dieselbe Größe, ein Zahnstocher und die Zweiernadel. Ja, und deshalb war es für mich so ein Langzeitprojekt. Es ist natürlich, wird nichts raglanmäßig in Runden von oben an einem Stück gestrickt, sondern Step by Step, alles nach und nach. Er ist noch nicht ganz fertig. Ich hatte mit den Ärmeln angefangen, dann habe ich die Tasche gemacht, dann habe ich einen Teil vom Kragen gemacht und habe mich dann erst an den Pullover rangemacht, weil ich Angst hatte, dass ich durch diese Accessoires so ein bisschen, ja, wenn die zum Schluss kommen, dass ich da nicht so eine Lust drauf habe, dass es lange in der Ecke liegt. Und ja, er ist jetzt also fast fertig. Ich muss noch die Tasche aufnähen.
Und der hat wirklich ewig gedauert. Ich werde euch irgendwann, wenn es soweit ist, wenn die Tasche drauf ist, werde ich euch natürlich noch mal ein schönes Tragefoto machen. Er ist wunderschön geworden und hat halt überall diese Noppen, ja, die finde ich wirklich was Besonderes sind und die man auch einfach erstmal stricken muss. Ja. Das ist eben das, was Zeit und Muße braucht. Ja, und dann muss ich sagen, also die Ärmel, die hatten auch Noppen. Und ich hatte erst, also ich hatte zwei Ärmel fertig und habe ja in der Zeit, wo ich den gestrickt habe, das sind also fast 2 Jahre, habe ich zugenommen und die Ärmel waren zu klein. Dann habe ich die wieder geribbelt und dann habe ich von der Ragmela ein wunderbares Video gefunden, wo sie die Ärmel mit verkürzten Maschen reinstrickt. Also sie nimmt dann sozusagen die Maschen hier aus dem Ärmel auf und dann geht es im Prinzip erstmal von hier oben bis da. Und wenn man da ist, dann strickt man ganz normal in Runden den Ärmel zu Ende. Ich hatte keine kleinere Nadel als die Zweier, deshalb ist das Bündchen nicht so geworden, wie man sich ein Bündchen vorstellt, auch hier unten. Also ich finde es sehr schön. Der ist noch nicht gewaschen und gespannt. Ich bin mal gespannt, was gerade hier unten das Maschenbild dann noch ergibt. Aber das waren auch so die Anfänge mit der Zweiernadel. Also da war ich noch nicht so ganz im Projekt angekommen. Ja, und als ich dann zusammengenäht hatte und die Ärmel dran waren, habe ich mich entschlossen, beim Kragen die Maschen aus dem Kragen aufzunehmen und habe aber dann hier vorne, also ich habe sozusagen von hier bis hier den Kragen ran gestrickt und habe dann aber ab hier vorne, weil ich da mehr Lust drauf hatte, habe diesen Teil ran gehäkelt. Und Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, habe also dann diesen Teil rangehäkelt und das sind halt für mich so Bereiche, hier sind 6 Häkelmaschen, die man macht oder ja, Stäbchen sind es, glaube ich. Entweder Stäbchen oder feste Maschen. Und das ist halt so eine Breite, da hatte ich keine Lust, dieses Teil ranzustricken. Genau, also so war der Plan und das ergibt natürlich dann die Schleife. Und jetzt muss ich dann mal gucken, wenn ich ihn anziehe, dann kommt vielleicht hier, kommt dieses Täschchen rauf. Das muss ich noch raufnähen und das wird noch ein bisschen fummelig. Ja, aber das ist halt so ein Langzeitprojekt. Ich sage euch auch gerade noch mal die Farbe. Das ist die Begonia. Nadelstärke ist hier mit 3,5 bis 5 angegeben. Und wie gesagt, das ist eine Wolle, 55% Wolle, 45% Baumwolle. Und ich finde, dass sie griffig ist, aber sie ist überhaupt nicht kratzig und sie ist total angenehm. Und sie ist halt so, also es ist ja so dünn, dass ich das auf jeden Fall auch im Sommer trage und dann zu einem schönen braunen Bleistiftrock, den ich auch schon fertig genäht habe. Ich habe 2 Bleistiftröcke genäht. Die sind alle von Gertie Hirsch. Die hat diese Charm Patterns Seite. Ist eine, ich glaube, eine Amerikanerin. Und da, also mit der komme ich als Anfängerin auch super toll zurecht. Empfehle ich auch allen Frauen, die eine größere Oberweite haben, weil es so ist, so wie ich das festgestellt habe, dass die ganzen klassischen Schnittanleitungen, also zum Beispiel von Boda, da ist auch eine Größe 44 oder 46, da ist der Brustbereich bemessen wie eine 40. Und das passt natürlich nie und muss immer abgeändert werden, wo man als Anfänger auch keine Lust drauf hat. Und bei Gertie Hirsch, da richtet man sich danach, wie der Brustumfang ist oder das Maß von hier über der Brust. Und dann hat sie eben zum einen die Konfektionsgröße und zum anderen aber auch den Brustumfang. Ja, also sie hat sozusagen die unterschiedlichen Cup-Größen. Und im zweiten Video, in meinem Vorstellungsvideo, da hatte ich auch diese Bluse an, aber in Blau.
Ja, also die blaue und diese, die sind selbst gemacht. Hier ist so ein, ja, ganz easy peasy Baumwolljersey. Und ich kann die Schnitte super, super empfehlen. Die machen ganz, ganz großen Spaß. Und ja, da schicke ich euch natürlich auch noch einen Link. Ich glaube, das war es auch schon, was ich dazu sagen wollte. Genau. Und bevor wir zu der Rubrik kommen, was ihr noch sagen wolltet, wollte ich noch für die Anfänger ein paar Tipps für die Dottie geben. Ich habe ja jetzt hier, bin ja das erste Mal dabei, die Dottie zu stricken. Die Dottie ist wirklich einfach, man braucht da überhaupt keine Angst vor haben. Ich möchte euch nur sagen, dass das Tuch super, super schnell geht, bis man ungefähr hier ist. Ja, ich bin ja jetzt hier mitten in der Mitte. Das Tuch beginnt also in der Mitte am oberen Rand, ist ja dieses Halbmondtuch. Und durch die Zunahmen werden die Reihen natürlich immer, immer länger. Ja, das heißt also, das dicke Ende kommt zum Schluss. Ich würde behaupten, wenn ihr jeden Tag ein bisschen was macht und ihr nicht so schnell strickt, dass ihr nicht länger als 3 Wochen braucht. Und ich habe jemanden kennengelernt, der sein Tuch schon fertig hat. Sie hat 4 Tage gebraucht und sie sagt selber, sie hat halt ganz, ganz viel Zeit. Sie ist auch eine erfahrene Strickerin. Ich wollte euch nur sagen, genießt dieses Tuch, habt Spaß an der Aktion und lasst euch genügend Zeit. Ja, ihr könnt jederzeit bei der Aktion noch einsteigen. Zum Update kann ich sagen, die Aktion wurde super, super gut angenommen. Wir haben aus Deutschland, Österreich und Schweiz Teilnehmer, was mich total freut, weil es braucht ja im Prinzip aus jedem Land nur 2, damit das Wichteln funktioniert und damit da nicht für irgendjemanden die Versandkosten explodieren. Ich habe mich in der letzten Folge ein bisschen schlecht ausgedrückt. Ab heute, ab dem 4.9., wird jeder erfahren, ob er für eine Frau oder für einen Mann strickt, sodass ihr einfach erstmal loslegen könnt. Und die Aktion geht ja sehr, sehr lange. Ja, das heißt also auch Anfang November, wenn jetzt jemand Zeit hat und schnell strickt, kann auch Anfang November noch jemand mitmachen und sagen, ich möchte auch dabei sein. Und deshalb, wenn alle Adressen zusammen sind und wenn dann der Freitag gekommen ist, vor der Woche, vor der die Tücher verschickt werden sollen, dann bekommt ihr erst die Adresse. Aber jetzt, wo ihr anfangt mit dem Tuch, wisst ihr natürlich schon, ob ihr für eine Frau oder für einen Mann strickt. Da habe ich mich ein bisschen schlecht ausgedrückt. Manche haben gedacht, sie wissen es dann erst mit der Adresse. Ja, und ihr braucht mir nach wie vor nur eine E-Mail zu schreiben. Da bitte direkt eure Adresse mit reinschreiben. Und dann bekommt ihr nochmal alle Infos in einer E-Mail, eine Bestätigungs-E-Mail. Ich checke natürlich auch meinen Spam-Ordner. Ihr bekommt in der Regel innerhalb von 2 Tagen eine Nachricht von mir. Wenn dem nicht so ist, ja, es gibt natürlich mal technische Probleme, schreibt mir bitte einfach nochmal. Also es kommt nicht vor, dass irgendjemand keine Antwort von mir bekommt. Ja, und ich habe also, es gibt nicht nur, wir sind jetzt, nach 14 Tagen sind wir schon 78 Teilnehmer. Und ich habe natürlich nicht nur Adressen bekommen, sondern halt auch ganz viel Zuspruch für die Aktion. Viele Leute, die sagen, mir geht's gut im Winter, ich habe kein Problem mit der dunklen Jahreszeit, aber finde die Aktion toll und möchte die unterstützen. Und genauso habe ich auch ganz viele persönliche, private, sehr offene Mails bekommen von Betroffenen, die Depressionen haben. Und es hat mich schon sehr gerührt, weil natürlich kennt ihr mich irgendwie von YouTube und schaut meinen Podcast. Aber es haben halt auch ganz, ganz viele mit sehr intimen, persönlichen Zeilen mir geschrieben. Und ja, dafür ist die Aktion da, dass man einfach locker über sowas sprechen kann. Es sollte kein Tabuthema sein, was es manchmal leider immer noch ist in der Gesellschaft. Und ja, ich freue mich, dass ich die Idee hatte und dass es eben umsetzbar ist,
dadurch, dass ihr es so gut annehmt und mitmacht. Und bin da sehr, sehr dankbar für. Also es wird bestimmt ja, eine große Sache, wenn dann Ende November so, so viele Menschen eine Freude bekommen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wie gesagt, die Anfänger, bitte keine Angst haben. Es ist ein einfaches Projekt. Zwei Sachen sind noch ganz wichtig, dann bin ich auch fertig mit dem Thema. Es kamen zwei Vorschläge, dass man in der E-Mail mit seiner Adresse auch eine Wunschfarbe angibt. Und ich musste leider die Entscheidung treffen, dass ich gesagt habe, das soll bei dieser Aktion nicht der Fall sein, weil sie richtet sich einfach in erster Linie an die Betroffenen. Die sollen zum einen die Farbe nehmen können, mit der sie sich in der dunklen Jahreszeit wohlfühlen, auf die sie Lust haben. Es soll keiner türkis stricken müssen, weil es jemandes Lieblingsfarbe ist, wenn er darauf keine Lust hat. Und zum anderen denke ich mir, ja, wenn jemand aufgrund von einer Krankheit morgens vielleicht Schwierigkeiten hat, in die Dusche zu kommen oder sich die Haare zu waschen, also wenn man sich zu allem aufraffen muss im Leben, dann soll er doch bitte einfach das stricken, was ihm gut tut und zwar ohne jegliche Bedingungen. Ein anderer Vorschlag war, dass man Mohair rausnimmt. Und das ist das Einzige, was ich gerne anfügen möchte. Bitte nehmt kein Mohair für die Dotti, weil einfach gefühlt 50% der Leute Schwierigkeiten damit haben, weil es ihnen kratzt. Und es soll natürlich jeder ein Tuch haben, wo er sich nicht nur darüber freut, sondern was er dann am Ende auch tragen kann. Also Mohair ist wirklich das Einzige, wo ich sage, das ist raus. Und ansonsten feuerfrei, legt los. Ihr erfahrt jetzt die Tage, ob ihr für eine Frau oder für einen Mann strickt. Und ja, ich glaube, diesmal habe ich dann wirklich nichts vergessen. Und wie gesagt, ab dem Moment, wo ihr mir eine E-Mail schickt, habt ihr sowieso dann alle Infos per Mail. So, und jetzt wollte ich noch einen Etsy-Shop bewerben. Und zwar habe ich ja so einen kleinen Kaufrausch gehabt in den letzten Monaten, weil ich ja ganz, ganz viel alte Wolle verstrickt habe oder alte Projekte aufgemacht habe. Die sind jetzt endlich alle verarbeitet und man braucht ja irgendwann auch mal neue Sachen in den Händen und neue Farben vor den Augen. Und da habe ich auch wieder durch eine Instagram-Werbung den Etsy-Shop Fresh Knitty kennengelernt. Ich zeige euch ganz kurz, wie es geschrieben wird. Jetzt haben wir es. So. Das ist hier bei Instagram die Seite Fresh Knitty. Ich mache euch natürlich unten einen Link rein. Und sie hat bei Etsy ganz, ganz wunderbare Wolle. Und da habe ich mich in diese Stränge verliebt. Ich zeige sie euch mal, also handgefärbte Wolle. Und hier musste ich das allererste Mal ja selber die Stränge zu Knäueln verarbeiten. Das kann ich nur, weil mein Mann mir dabei hilft. Ich habe, wie gesagt, ich habe einen Wollwickler. Klar hat den jeder, weil jeder ribbelt und jeder braucht ihn mal. Aber ich tue mich echt schwer, eine Wollhaspel zu kaufen und bin wahrscheinlich der eine Mensch, der keine Stränge mag. Alle lieben handgefärbte Wolle, alle kaufen Stränge, alle zeigen die in die Kamera und ich denke mal, ich bin so faul, ich will einen Knäuel haben. Naja, okay. Jedenfalls, so sieht also die Dotti aus, meine allererste. Das ist das Garn, was ich jetzt hierfür benutzt habe. Und das ist halt ein Rosa und wie ihr seht, also mehr Regenbogen geht nicht. Wobei ich finde, das sieht man jetzt hier relativ gut. Mir gefällt der Farbverlauf in glatt rechts noch besser als in kraus rechts. Ich schaue mal, ob die Farben noch ein bisschen schöner werden. Moment. Ja, also ich glaube, so sieht man es ganz gut. Ja, das ist für mich so ein richtiges helles Babyrosa. Und wie gesagt, in glatt rechts, finde ich, kommen die Farben noch schöner zur Geltung.
Und es ist deshalb eine besondere Wolle, weil es ist 60% Schurwolle, 25% Bambusviskose und 15% Polyamid. Also wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal rein. Ich fand sie halt wunderschön. Ich bin mal gespannt, was ich mit der dunkleren Wolle mache. Und ja, von daher weiß ich jetzt auch, was das hier mit der Dotti auf sich hat, dass man einfach für den letzten Punkt noch ein bisschen Geduld und Spucke braucht. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, was ihr noch fragen wolltet. Ich habe also, ja, was mich halt so begeistert an diesem Podcast ist, dass der Austausch, den ich mir gewünscht habe, dass der wirklich stattfindet, dass ihr euch die Zeit nehmt zu kommentieren, mir ganz, ganz liebe E-Mails schreibt und dass ich dadurch einfach merke, was für eine schöne Strickgemeinde das ist. Wir wissen alle nicht, was in diesem Herbst und Winter passiert, wann man sich wirklich wieder unbefangen in einer großen Anzahl von Menschen treffen kann. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar drüber. Genau, an dieser Stelle erst nochmal lieben Dank für eure ganzen Geburtstagsgrüße. Ich wollte ja einfach irgendwie nur klarstellen, dass ich nicht total verwirrt bin. Erst bin ich 38, dann bin ich 39. Ich habe noch nie so viele Geburtstagsgrüße bekommen wie jetzt in diesem Jahr. War total was Besonderes und ich habe halt auch nicht groß gefeiert. Ganz im Gegenteil, das zweite Jahr nichts gemacht. Und das hat mich auch total berührt, ne? Wie lieb ihr da alle kommentiert habt und mich beglückwünscht habt. Ja, dann bin ich immer noch dran an dem Thema dieser Trachtenjacke mit der Kellerfalte hinten, wo ich für Elke Feuerstein immer noch eine Anleitung suche. Ich habe Scharrenmeier direkt angeschrieben, das ist 14 Tage her. Die haben noch nicht geantwortet. Jetzt bin ich so ein Typ, ich habe da relativ viel Geduld. Ich bin mir sicher, dass die noch antworten. Und ich finde, wir sind in einer ganz, ganz schnelllebigen Zeit. Es muss nicht immer alles innerhalb von 48 Stunden beantwortet werden. Das heißt, noch ist keine Antwort da, warten wir es ab. Dann habt ihr mir ganz tolle Videos empfohlen von der Claudia Wersing, die ganz, ganz tolle Anleitungsvideos machen soll. Ich konnte noch nicht reinschauen, aber ich verlinke euch unten eins von ihr, wo sie erklärt, wie man eine Kellerfalte macht. Also wenn man da sich reinschaut, dann ist ja schon mal die halbe Miete geschafft, dass man halt ja, sich eine Jacke macht, wo hinten eine Kellerfalte ist. Das wäre ja schon mal ein bisschen was in die Richtung. Da ist man ja dann schon mal ein bisschen weiter. Dann habt ihr mir geschrieben. Paula Otto hat zur Folge 1 noch geschrieben: Schade, dass das große Tuch nicht raus unter die Leute darf. Es steht dir sehr gut und auch wenn es etwas unruhig ist, fällt es gebunden gar nicht so auf. Und der Meinung bin ich jetzt halt auch. Also nach dem Spannen sah es für mich noch mal ganz anders aus, als es auf den Nadeln war. Und ja, es kommt auf jeden Fall unter die Leute. Keine Panik. Dann wurde ich von Chrissy Strach gefragt, wie kommt man als Berlinerin zu dieser Liebe zu Trachtensachen? Es ist gar nicht so eine überdimensionale Liebe zu Trachtensachen, es sind einfach ein paar Sachen in den Jahren dazugekommen. Ich hatte das Glück, dass ich mal auf ein Oktoberfest eingeladen war in München. Natürlich habe ich mir dafür ein Dirndl gekauft. Ich zeige euch erstmal das Dirndl selber. Von der Firma Krüger Madel. Damals hatte ich noch eine 42. Es passt jetzt nicht mehr, bin ich auch total traurig. Aber ich gehe ja auch gerade nicht aufs Oktoberfest. Ja, und ich liebe halt diese blumigen Patchwork-Geschichten. Es endet überm Knie und eine Frau, die in Straubing lebt, also nicht weit weg von München, hat mir gesagt, die kürzeren Dirndl waren mal Mode, aber es ist nicht so, wie soll ich sagen? Ja, also man trägt eigentlich so ein bisschen Knielänge oder länger. Ja, das heißt, es war mal Mode. Ich glaube, es gibt auch keine Dirndl-Polizei, aber ich wollte halt auch wissen, als Berliner,
ja, wie trägt der bavarische Mensch die Tracht? Und überm Knie ist, glaube ich, nicht so ganz anständig. Und auf diesem Dirndl gibt es eine wunderschöne Schürze. Und wegen dieser Schürze habe ich das Dirndl gekauft, weil da ist ein unfassbar schöner Strasshirsch drauf. Ja, und dann ist es ganz einfach so, natürlich habe ich als Berlinerin kaum die Möglichkeit, Tracht zu tragen oder Dirndl zu tragen. Und ich kann nur jedem empfehlen, es gibt ja immer mal Aktionen, wo zum Beispiel beim C&A auch Dirndl verkauft werden. Geht mal in die Umkleidekabine und tragt mal ein Dirndl und macht es hinten zu und schnürt euch die Taille. Ich finde, es ist ein ganz, ganz feminines Kleidungsstück, wo es eben nicht darum geht, dass Frau nur die Oberweite präsentiert und den Balkon zeigt, sondern es ist unfassbar bequem und es fühlt sich ganz, ganz toll an. Also wenn ich in München leben würde, ich würde mindestens jeden zweiten Tag Dirndl tragen, weil es einfach ein wunderschönes Kleidungsstück ist für eine Frau. Und ich finde es immer total schön, wenn Menschen sich Traditionen bewahren. Also Tradition ist Kultur und ist Niveau und findet es schön, dass eben ja in München, dass man da viele Dirndl sieht. Ich finde, dass es jeder Frau gut steht und fühle mich da immer sehr, sehr wohl drin und kann es halt in Berlin leider nicht so oft tragen. Ja, dann gab es noch genau, das hatten wir schon. Genau, es gab noch den Tipp, die Anleitung für die Trachtenjacke mit der Kellerfalte bei eBay zu kaufen. Und da hatte ich halt vor der letzten Folge leider schon nachgeschaut. Also sowohl bei eBay und Amazon gibt es das nicht im Moment. Ina Lavendel hat geschrieben, ich könnte nicht in so einer großen Stadt wohnen, aber auch nur, weil ich in einer kleineren Stadt Querstrich Dorf mit viel Natur rundherum aufgewachsen bin. Ja, und dazu kann ich nur sagen, also Berlin ist halt nicht nur groß und nicht nur Stadt, sondern ist auch besonders grün und hat auch ganz, ganz viele ruhige, besinnliche Ecken. Und ich werde mal versuchen, also immer wenn ich irgendwie in der Natur bin, versuche ich euch Videos zu machen und auch ein paar Eindrücke zu geben. Ich glaube, dass ja, dass man einfach als Tourist gar nicht hinterherkommt. Auch der Berliner selber, also auch ich, bin immer wieder an Orten, wo ich einfach feststelle, ich bin selber als Einheimischer der größte Tourist, weil sich in Berlin stets und ständig die Dinge ändern. Es wird hier gebaut, es wird da gebaut, es kommt dort ein neuer Laden, es wird da ein altes Einkaufszentrum wieder neu aufgezogen, wieder neu renoviert. Und Berlin ist halt wirklich viel, viel mehr als Großstadt und Einkaufsmeile. Und diese ganzen ruhigen Ecken, wir haben so eine tolle Verkehrsanbindung. Also zum Beispiel der Schlachtensee. Ja, man kann von der Friedrichstraße einmal durch die Stadt runter an den Randbezirk fahren, ist am Schlachtensee, steigt in der S-Bahn aus, fällt direkt rein. Man kann dort Boot fahren, man kann dort Stand-up-Paddel mieten, man kann schön am Wasser sitzen, Kaffee und Kuchen essen. Und wir haben halt ganz, ganz viel Grün und ganz viel ruhige Ecken. Aber ich glaube, der Tourist, und wenn er sich noch so eine Mühe gibt, fährt vielleicht an vielem vorbei. Ja, genau. Ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles gesagt, was ich heute sagen wollte. Ihr habt selber mitbekommen, die Abonnentenzahlen sind ganz schön explodiert. Und es ist für mich natürlich ein großes Kompliment und eine Bestätigung. Und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin Lust habt, mir Kommentare zu schreiben, mir auch E-Mails zu schreiben. Jeder, der mir eine E-Mail schreibt, bekommt eine Antwort. Bislang. Ja, vielleicht nicht innerhalb von 2 Stunden, aber auf jeden Fall innerhalb von 2 Tagen. Und ja, es macht mir großen Spaß. Ich habe noch ganz, ganz viel, was ich euch zeigen möchte. Und ich glaube, was mich vielleicht so ein bisschen ausmacht,
Ich mache grundsätzlich die Dinge gerne in Ruhe und entspannt. Also ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig oder zu ausufernd. Aber ich kann nicht so zack und nächstes und hier und da und puff und peng und bang. letztendlich, ja, jedes Projekt geht meistens auch länger als eine Woche und soll dann auch irgendwie gewürdigt werden. So geht es mir. Ja, in diesem Sinne, ich danke euch für alles, was in den letzten 14 Tagen passiert ist. Ich freue mich über die drei Gewinner und ich bedanke mich für den großen Zuspruch an der Aktion Berliner Winter. Und wie gesagt, die Aktion läuft, ihr könnt jederzeit einsteigen. Und ich wünsche euch ein ganz, ganz erholsames, schönes Wochenende, ganz viel Zeit zum Handarbeiten. Und natürlich ist es ein Strick-Podcast, aber es soll jeder schauen und sich angesprochen fühlen, der zuschaut, was auch immer ihr macht. Ja, ob ihr stickt, ob ihr spinnt, ob ihr häkelt. Genau, und da wird es halt auch, was das Häkeln betrifft, wird es vielleicht auch irgendwann mal eine gemeinsame Aktion geben. Und erstmal freue ich mich, dass diese so gut angenommen wurde. Ja, und jetzt komme ich ins Labern und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen.